Cole, wir können es alle kaum erwarten, etwas von dir über dein Gemälde zu erfahren. Verrate uns doch zunächst einmal den Titel deines neuen Meisterwerks. Es heißt Fangen, sagte ich mit zittriger Stimme. Aus der Menge ertönte ein Oh, und weiterer Beifall erklang. Ich schaute zu Mom hinüber, die Mabel auf dem Arm hatte. Und kannst du uns erzählen, fuhr Marika fort, was dich zu Fangen inspiriert hat, Cole? Ich hielt einen Moment inne und überlegte, was ich sagen sollte. Was wollten all diese kunstinteressierten Menschen wohl von mir hören? Also Fangen handelt von... Es geht um Familie und, ich entdeckte Mason, der mich aufmunternd angrinste. Freundschaft. Marika nickte enthusiastisch. Und der Titel, Cole, Fangen. Möchtest du erklären, was er bedeutet? Ich schätze, es ist wie das Spiel, sagte ich langsam. Marika nickte wieder, also redete ich weiter. Um Fangen zu spielen, braucht man zwei Leute. Genau wie man seine Freunde und Familie in diesem verrückten Spiel des Lebens braucht. Ein lautes Ah! Kam von der Menge und wieder ertönte Applaus. Wunderbar, sagte Marika. Vielen Dank, Cole. Und nun gebe ich das Mikrofon wieder zurück. Viel Spaß bei der Auktion. Ich atmete tief durch. Was für ein ausgemachter Blödsinn, aber es schien gut gelaufen zu sein. Marika und ich stellten uns neben dem Gemälde auf und die Auktionsleiterin kehrte an das Mikrofon zurück. Also gut, ich bin mir sicher, dass Sie alle sehnsüchtig darauf warten, Fangen mit eigenen Augen zu sehen und natürlich mit dem Bieten zu beginnen, sagte sie. Cole, möchtest du dein Bild nach dem Countdown enthüllen? Ich trat auf die Wand zu und griff nach dem Rand des schwarzen Stoffes. Das war der Moment. Ich würde der ganzen Welt das Gemälde zeigen und wenn es gut lief, hätten sich in ein paar Minuten alle unsere Geldsorgen erledigt. Ich sah auf und ein Meer leuchtender Handys war auf mich gerichtet. Die Fotografin stand ganz vorn in der Menge, bereit, diesen Moment mit ihrer Kamera für immer festzuhalten. Meine Damen und Herren, bekommen wir einen Countdown? Rief die Auktionatorin. Drei, zwei, eins, rief das Publikum. Ich zog an dem Tuch und Fangen von Cole Miller war für alle Welt zu sehen. Die Menge atmete einmal laut ein, dann herrschte Stille.